Der Rote Hornpark in der Elbe und im Zentrum dieser Anlage, der Adolf-Mittag-See, gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen der Magdeburger und ihrer Gäste. Die in ihrer Anmutung romantisch geprägte Anlage wurde nach dem Hochwasser 2002 für knapp 2 Millionen Euro grundhaft saniert und ein Konzept erarbeitet, um die Wasserqualität nachhaltig zu verbessern. Dazu wurde unter anderem tausende Kubikmeter Schlamm ausgebaggert und die Wasserzufuhr durch die Taube Elbe neu geregelt. Den wenigsten Besuchern ist aber bewusst, dass die Anlage die Spende des erfolgreichen Magdeburger Kaufmanns Adolf Mittag war, der 1906 die beachtliche Summe von 50.000 Mark stiftete und so die Anlage ermöglichte. Als im Jahr 1908 seine Frau starb, wurde zu ihrem Gedenken die Insel in der Mitte Marieninsel genannt. Der kleine Venus-Pavillon aus Kalkstein ist nach wie vor Blickfang und beliebter Treffpunkt. Zur weiteren Verbesserung der Wasserqualität wurden diese Wassersprudel eingerichtet und auch die Fontäne mit ihrem 11 Meter hohen Wasserstrahl trägt das ihre zum Sauerstoffhaushalt des Sees bei. Der Adolf-Mittag-See und das Gelände rundherum gehören zu den schönsten Landschaftsparkanlagen in unserem Bundesland.